Deutsche Polizei, das ist die Zivilgesellschaft, auf die ihr einprügelt. Ist euch das bewusst? Wir rücken uns zu einer angemeldeten Kundgebung. I can't hear you. The people united will never. Mal mit einer Durchsage an die Versammlungsteilnehmer auf der Alfredstraße. Die Polizei will sie jetzt hier über die Alfredstraße Richtung Norden bis zur Grugerhalle begleiten. Dort können Sie dann weiter in Ihre Versammlung und Ihren Aufzug fortsetzen. Die Polizei fordert Sie auf, jetzt hier Ihren Aufzug weiter über die Alfredstraße Richtung Grugerhalle fortzusetzen. Bitte gehen Sie weiter. Die Polizei wird Sie auf dem Weg dorthin begleiten. Wir fordern Sie länger auf, sich hier friedlich zu machen. Ah, die Fresse! Ah, die Fresse! Die Polizei ist ganz gut mit anderen müssen. Die Polizei fordert sich noch einmal auf, jetzt weiterzugehen über die Alfredstraße. Ich bin so da, dass wir hier aufnehmen, wo wir bekannt sind. Ende der Durchsage. Okay, anstellen! Also kommen wir wieder zurück. Lasst uns gehen! Warum kesselt ihr uns immer noch, wenn ihr behauptet, dass ihr uns gehen lassen wollt? Und bringt die Wasserwerfer uns dazu. Oder zwei. Das Verhalten der Polizei ist gerade so willkürlich, so gewaltvoll. Leute, gerade gesagt, möchte ich mir das mal von euch, Polizeiführer, was auch immer, ihr habt gesagt, wir sollen bitte zusammenkommen und damit wir weitergehen können. Okay, einen Moment bitte. Auch wenn es noch mehr Verletzte gibt, bitte sagt uns das. Kommt zu Lautin, gibt das irgendwie weiter, dass es zu uns hier ankommen kann, damit wir das weitergeben können an die Sanis, damit ihr euch unterstützen könnt. AfD-Parteitag und das verhindert. Ich weiß, dass Sie nicht richtig sind. Sie sind auch nicht demokratisch. Wir sind es. Und wir stehen auch zusammen. Alerta! Alerta! Antifaschista! Ja, danke. Die Polizei fordert Sie jetzt noch einmal auf, Ihren Versammlungsweg fortzusetzen über die Alfredstraße geradeaus Richtung Grugerhalle.
einen anderen Versammlungs- oder Aufzugweg wird die Polizei nicht zulassen. Dieser Aufzugweg ist angemeldet und abgesprochen. Sie können weiter hinter in den, Ihrem Lautsprecherfahrzeug jetzt hergehen. Die rechte Fahrbahnseite ist hatten Sie gesperrt. Sie können dann auf der Straße Richtung Norden bis zum Überhalle gehen und dort Ihre Versammlung weiter fortsetzen. Einen anderen Aufzugweg wird die Polizei nicht zulassen. Die Polizei fordert alle Versammlungsteilnehmer hier nochmal auf, sich friedlich zu verhalten gegenüber den Polizeikräften. Die Polizei wird bei Angriffen Zwang anwenden müssen in Form von körperlicher Gewalt mit Schlagstoff oder Pfefferspray. Und meine dringende Anforderung, sich hier friedlich zu verhalten, versucht sie nicht, polizeiliche Absperrung zu durchbrechen. Ende der Durchsage. Auch gerne, dass ihr weiter mit uns mitlaufen könnt. Und genau, vielleicht können wir einfach alle zusammen weitergehen, damit die Leute uns folgen können. Müsste natürlich hier einmal diese Reihe an Polizeikräften einmal zur Seite gehen, bitte. Das ist ja recht gut passiert. Wir brauchen ein massenhaftes Gesetz. Menschen
blockieren an der Norbertstraße die andere Abfahrt der Autobahn. An der Josef-Lenne-Straße findet weiterhin eine Blockade mit 400 Menschen statt. Es sind 300 Kollegen von den Gewerkschaften unterwegs. Die wurden leider im Grugerpark gekesselt, aber sie haben sich jetzt entschlossen, sich zu einer spontanen Demonstration aufzumachen und sind auf dem Weg zu einer angemeldeten Versammlung. 500 BesetzerInnen haben weiterhin die AfD im B&B-Hotel eingekesselt. 200 Leute verhindern den Zugang über die Lührmannstraße und die fucking U-Bahn ist blockiert. Wiederzukommen. Das ist, was die Polizei sagt, in jede Richtung. Sozusagen könnt ihr rausgehen. Wir sind Faschismus, alle! Wir sind Faschismus, alle!
das Visier runter! Thank you.
AfD-Parteitag hier in der Herzkammer des Ruhrgebiets in unserer Mitte juristisch zu verhindern. Gemeinsam gemacht, das finden wir super. Deutlich machen, keiner braucht die AfD ist unerwünscht, am besten ihr geht sofort nach Hause.